Oh yeah, Zirkus, Zirkus, Zirkus! Ganz ruhig, ihr beiden, wir müssen erst bezahlen. Und damit hallöchen Leute, willkommen bei Pandido und einem weiteren Unboxing. Und zwar der Playmobil Zirkus. Manege frei für dieses Spielzeug, würde ich sagen. So, hinten drauf sehen wir schon mal wieder, was alles drin ist. Also echt eine Manege, ein großes Eingangstor, wo später die Schausteller und so hinter verschwinden können. Und ein Kassenhäuschen und Ränge und ein Platz für die Tiere und weiß der Geier, was alles noch. Ich bin selber gespannt, Freunde. Ich bin richtig gespannt wie ein Flitzebogen. Und los geht's mit den Tütchen und hier diesem, ja, Manegen-Eingangstor-Bereich-Bogen. So möchte ich es mal förmlich ausdrücken. Okay, dieser muss jedenfalls noch ein bisschen justiert werden. Wir fangen an mit diesen roten Püppeln hier. Zack, kennen wir ja schon. Die kommen jeweils unten an diesen Ecken dran, an diesen kleinen Leisten, die da überstehen. Und dann haben wir hier diese blauen Püppelchen, diese blauen Bälle, wie auch immer. Die stecken wir da drauf, damit es auch hübsch bleibt. So, schaut euch das an. Wie wunderbar sich die Farben beißen, das ist ja herrlich. Okay, weiter geht's. Jetzt kommen wir zu den Rängen, Freunde. Da gibt es diese gelb-blauen Platten. Ihr seht ja schon mal neben diesem Kügelchen jeweils einen dran gesteckt. Dann haben wir gelbe Püppel, die kommen oben, ich will nicht sagen aufs Dach, aber ihr wisst schon, oben drauf. So, und jetzt haben wir genau dieses Eingangstor. Das hat sogar noch eine elektronische Variante. Das schraube ich euch mal eben auf. So, hier seht ihr jetzt den Slot für zwei Batterien. Einmal rein, einmal wieder zuschrauben und wir können mal testen. Na, ulala, wie gesagt, noch eine schöne elektronische Variante dabei, kleine Eigenschaft. Da könnt ihr also auch wunderbar im Dunkeln zum Beispiel nutzen, da gibt es so ein bisschen Spotlight und ein bisschen Lichter von dem Zirkus und so, richtig dolle cool. Okay, so, damit wäre eigentlich dieser Eingangsbereich fertig. Gut, haben wir die gelben Teile, das sind erstmal ja Abgrenzungen an der Seite. Wenn es denn reingeht, haben wir, ja, haben wir, so. Oh, Freunde, ich weiß nicht, mal kurz abschweifen, wenn ich mal kurz abschweifen darf. Wir kommen jetzt übrigens zu den Rängen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Zirkus war. Also es muss wirklich schon länger her sein. Ich glaube als Kind. Sagt mir doch mal, wann wart ihr das letzte Mal im Zirkus? Mit wem? Wie hat es euch gefallen? Und was ist euer Lieblingstier im Zirkus? Eure Lieblingsattraktion? Beziehungsweise Tier. Ihr könnt mir ruhig beides nennen. Vielleicht sind sie Hochseilartisten und dazu noch ein Lieblingsextratier. Oder vielleicht ist eure Lieblingsattraktion irgendetwas mit einem Tier. Sagt mir das doch einfach mal alles in den Kommentaren, Leute. Das würde mich wundern. Das würde mich interessieren, wollte ich sagen. Und weiter geht's. Wir haben jetzt, wie gesagt, schon eine Tribüne aufgebaut. Und machen mal jetzt weiter mit dem Platz in der Mitte, der ja so im normalen Zirkus oft einfach, ja, ich sag mal, Dreck ist. Einfach nur Boden oder Sand. Ihr könnt natürlich reinmachen, was ihr wollt. Ihr könnt natürlich einfach die Unterfläche lassen, die man so hat. Das macht wahrscheinlich auch am meisten Sinn, aber wie auch immer könnt ihr euch das aussuchen. Und wir stecken diesen Bereich jetzt auf jeden Fall erstmal zusammen. Der wird dann irgendwie kreisrund, da wo die Tiere dann später Faxen machen. Dazu noch das Kassenhäuschen und alles weitere, was im Set enthalten ist. Oh yeah, Zirkus, Zirkus, Zirkus! Ganz ruhig, ihr beiden, wir müssen erst bezahlen. Hallo, dreimal für die Vorstellung, bitte. Alles klar, Madame, das macht dann 13 Euro. Okay, ihr beiden, los geht's. Lass uns reingehen. Oh yeah! Mensch, 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 ihr seid mir zwei. Woohoo, schau mal, wie toll! Müsst ihr denn nochmal auf die Toilette? Also ich nicht. Wo wollen wir sitzen, Mama? Ich auch nicht. Wann geht die Vorstellung los? Die Vorstellung beginnt gleich. Los, wir setzen uns da drüben hin. Mama, wann geht's los? Gleich, Lukas. Eis! Möchte jemand ein leckeres Eis? Oh ja, Mama, ich hätte jetzt so gerne ein Eis. Nein, dafür wird dir doch immer schlecht. Zu viel Zucker ist nicht gut. Alles klar, dann viel Spaß bei der Vorstellung. Hallöchen und Manege frei in unserem Zirkus. Herzlich willkommen. Ich begrüße euch bei uns und hoffe, ihr genießt die Vorstellung mit ganz viel Spaß und guter Laune. Und damit Manege frei für Luna. Na, wo ist sie denn bloß? Oh, wie toll!
danke, liebe Leute. Danke, danke, danke. Wow, was für eine tolle Vorstellung.